Thank you.
A very good evening to you all, dear ladies and gentlemen. Guten Abend, meine sehr verehrte Damen und Herren. Ich lerne Deutsch seit 3 Jahren, exakt für heute Abend. Deshalb natürlich ist mein Deutsch nicht so gut. Ich habe die Laudatio geschrieben und ich hoffe, dass alles klar wird. Was ist ein Freund? Als ich 27 Jahre alt war, war ich Chemielehrer an der Schule Highgate School in London. Natürlich unterrichtete ich Chemie, aber ich liebte auch die Musik, vor allem Geige spielen. Ich hatte allerdings 2 Probleme. Ich war schüchtern und nervös. Eines Tages 1977 übte ich auf meiner Geige im Labor, weil dort die Akustik sehr gut war. Langsam öffnete sich die Tür. Es erschien ein Schüler. Ich erkannte ihn sofort, einer der besten Violoncello-Spieler unserer Schule. Herr Schidlow, Sie spielen sehr schön, sagte der Schüler. Diese Bemerkung war eine wirklich große und sehr angenehme Überraschung für mich. Können wir etwas zusammenspielen? Fragte er. Für mich war das die erstaunlichste Einladung meines ganzen Lebens. Und so kam es, dass ein paar Tage später, nach unserer ersten kurzen Probe, die nächste Frage kam. Können wir Straßenmusik machen? Noch mehr unerwartet. Unser erstes Konzert fand auf dem Portobello-Markt im März 1978 statt. Das Konzert war sehr erfolgreich und wir haben ein wahres Vermögen verdient. Nach 2 weiteren Konzerten kam die nächste Frage. Herr Schidlow, vielleicht können wir nach Paris fahren und sogar ein noch größeres Vermögen machen. Dieses Konzert fand im Februar 1979 statt. Damit wuchs unsere Freundschaft und außerdem begann unsere internationale Karriere als Streicherduo. Die Konzertkarriere jedoch war nur der Anfang. Was ebenfalls interessant war, war meine Entdeckung, dass mein Freund schon Musik zu komponieren begonnen hat, als er noch Schüler war. 1979 zum Beispiel hat er einen Satz aus einem Streichsextett komponiert. Für so einen jungen Menschen war das eine außergewöhnliche Leistung. 1984 habe ich meinem Konzertpartner erklärt, nächstes Jahr werde ich heiraten. Kannst du mir bitte mit der Musik helfen? Ja, natürlich, war die Antwort. Am 20. Juli 1985 hat mein junger Freund schließlich für den Hochzeitgottesdienst auf der Orgel gespielt. Er hatte auch eine Trompetenfanfare komponiert und dazu für den Hochzeitsempfang ein studentisches Sinfonieorchester organisiert. Für dieses Orchester hatte er ebenfalls einen Walzer komponiert und anschließend dirigiert. Noch dazu kam eine Komposition des polnischen Komponisten Stanisław Moniuszko, die Mazurka aus der Oper Straszny Dwór, das
Gespensterschloss. Das Schönste dabei war, meine Frau Lydia und ich haben zu diesem Stück ein Solo vor allen 300 Hochzeitgästen getanzt. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, wo ist dieser Freund, die beste Freund auf der ganzen Welt? Ich darf Ihnen jetzt unseren 60-jährigen Maestro vorstellen, Graham Waterhouse.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.